Nachholspiel des 11. Spieltags in der Kreisklasse B3. Die Hamburg Hurricanes empfangen den SC Osterbeek 2. Der Gastgeber bietet eine Fußballbühne für alle Nationen und Kulturen. Gelebte Integration steht im Zentrum, genauso wie dieser Mann, der Spielmacher der Hurricanes, Sholto West. Die Hurricanes in den rosa Trikots von rechts nach links und der ersten Gelegenheit. Stürmer Callum Such wird doch nicht etwa, aber keine Gefahr. Die Hurricanes machen ihrem Namen alle Ehre. Sholto West zeigt seine Spielmacherqualitäten mit tollem Auge für Nico Liebsch. Der verschießt. Trotzdem gibt es den Dank an Vorbereiter West. Osterbeek kommt nicht hinten raus. Ball vertändelt und Serkan nahezu unvorsichtig. Strafstoß! Da gibt es auch keine Diskussion. Ein klarer Elfmeter. Und das ist natürlich eine Sache für West, aber er verschießt. Der Schotte will es schön machen, zu schön. Die Osterbeker suchen jetzt ihr Heil im Angriff. Die Rönfeld-Brüder im Duett. Sven Rönfeld sieht Christian, aber der hat den Fuß noch nicht eingestellt. Der verschossene Elfmeter von West wie ein Weckruf für die Neongrünen. Christian Rönfeld scheitert aber im 1 gegen 1 und klasse Reflex von Hamid Mokba Faramand. Die Hurricanes mit einem Blitzmoment. Hübel schickt West auf Reisen und dann steht es 1-0. West netzt eiskalt ein. Der Spielgestalter gilt als extrovertierter Zeitgenosse, aber auf dem Feld ist er fokussiert bis in die Haarspitzen. Und in der Kreisklasse wird Grant gefressen. Christian Rönfeld bremst mit dem Gesicht voran, aber ein Indianerherz kennt keinen Schmerz. Die Hurricanes bleiben gefährlich. Seit dem Fallrückzieher untergetaucht, sucht Such sein Glück, findet aber Pech nur an den Pfosten. Kurze Trinkpause. West und seine Hurricanes bemüht, aber mit Problemen in der Defensive. Der Gastgeber kommt dominanter aus der Pause. West holt einen Eckball raus. Doch nicht. Such als einziger wach. Traumhafte Flanke auf West und Tor. Führung ausgebaut und was für eine Bude. Während alle abschalten, tritt der Offensivmann aufs Gaspedal und serviert wie aus dem Lehrbuch. Und West gilt als unumstrittener Antreiber, der hier auch seinen Torriecher beweist. Such bis jetzt ebenfalls mit einem tollen Spiel, aber ohne Treffer. Bis jetzt. Im Notfall einfach mal die Brechstange rausholen. 3-0, ein tolles Tor. Eigentlich ein ganz ruhiger Typ, sagt sein Trainer, aber er kann auch anders und das schauen wir uns gerne noch ein zweites Mal an. Der Kampfgeist der Gäste nun endgültig dahin. Hübel weiß das zu nutzen. Vorbei an 1, 2, 3. Das ist Gegenspieler Nummer 4. Und der Abschuss war auch nicht schlecht, aber über das Ziel hinaus. Was Hübel kann, kann ich auch, denkt sich Nico Liebsch, spaziert durch den Strafraum und wird brutal umgesetzt. In der Wiederholung sehen wir, Sven Rönfeld hat keine Chance auf die Kugel, darf aber weiterspielen. Das ändert aber auch nicht viel, denn der eingewechselte Scully darf jetzt ran. 4-0, eiskalt verwandelt. Der junge Ire studiert hier in Hamburg und ist ein Hurricane-Urgestein, ging schon in der Freizeitliga auf Torejagd. Und das war's. 4-0 das Endergebnis. Die Hurricanes gewinnen völlig verdient gegen harmlose Osterbeker, die vor allen Dingen wegen ihm hier, Sholto West, viele Probleme hatten.